Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Das Addon Aachen hat ein neues Update bekommen, welches ja sehr überraschend kam. Ich weiß gar nicht, ob das angekündigt wurde oder ob es jetzt einfach als Überraschung. Auf jeden Fall, das DLC Aachen gibt es ja schon eine ganze Weile und jetzt kam tatsächlich noch ein Update raus, welches natürlich so die Linie 33, 73 ein bisschen verändert von der Linienführung, aber es gibt auch eine neue fiktive Linie. Und zwar gibt es hier einmal die Außenringlinie und einmal die Innenringlinie und davon schauen wir uns heute eine an. Allerdings, wie gesagt, ist das hier eine reine fiktive Linie, die gibt es so in der Regel nicht. Und weil wir den ja so oft bei uns hier auf dem Kanal haben, nämlich nie, so ziemlich, schauen wir uns hier heute nämlich nochmal den Van Hool an als ja Doppelgelenkbus und dementsprechend natürlich eine Herausforderung, ja, die wir so noch natürlich noch nicht kennen. Ja. Ich dachte, unsere Kapazitäten sind schon lang, aber nein, das geht natürlich noch länger, denn dieses wunderschöne Vehikel hier ist einfach mal locker flockig 25 Meter lang und der Kapazität nur mit 21 Meter haben wir hier also nochmal zusätzlich 4 Meter hinten dran an diesen großen, kleinen Bus, würde ich sagen. Und wie gesagt, wie diese Fahrt hier heute enden wird, hier in Aachen, das werden wir uns jetzt anschauen. Die ganze Linie dauert so um die 13 Minuten, geht eigentlich relativ fix vonstatten. Und ja, lassen wir uns am besten überraschen, wie gesagt, was uns hier erwartet. Als erstes springen wir aber erstmal rein und starten erstmal natürlich hier unseren ganzen Motor. Denn hier ist natürlich eine kleine Gemeinheit drin. Der Bus spawnt nämlich nicht da, wo ihr eigentlich startet. Und dementsprechend bin ich gerade schon darauf eingefallen, dass ich hier eigentlich alles nochmal neu machen durfte und jo, umsonst gefahren bin. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja jetzt besser und wir kriegen das Ganze jetzt hier zum Laufen. Erstmal Dienst anmelden, 1506 haben wir hier, 6 bitte. Das geben wir mal bitte ein. Und du lädst das Ganze schön natürlich hier, Hamburger Kasse hier, sehr angenehm damit zu arbeiten. So, und wir starten hier nämlich, oder genau, wir sind ja hier am Elisenbrunn, ja, H2, müssen aber zum Aachen Busbahnhof, sprich, wir müssen jetzt hier einmal wenden, ja, und dann geht's hier runter. Und ja, ich bin ja schon schön immer hier oben lang gefahren und wundere mich so, hä, wieso, warum, was ist los hier? Das funktioniert alles so nicht, aber ja, im Nachhinein ist man irgendwo immer schlauer. Denn. So, Leute, dann würde ich mal sagen, wir drehen mal hier mit unserem fetten Bus hier. Das kann nur großartig werden. Dementsprechend Gang rein. Nein, wir sind noch gar nicht fertig, denn wir müssen natürlich noch ein bisschen hier was aufrüsten hier. Und dementsprechend machen wir mal hier schon die Heizung wieder an, die Kasse hier rein. So, jetzt können wir losfahren. Und Gang rein ist drin, Handbremse raus. Los geht's. Einmal drehen mit dem 25 Meter Bus. So. Ja, wie gesagt, wirklich sehr, sehr überraschend. Ich habe eigentlich gedacht, dass dieses Addon schon tot ist, da passiert nichts mehr. Und dann kommt auf einmal so, wie gesagt, halt einfach ein Update um die Ecke. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, denn Aachen ist natürlich so ein DLC, ja, wo ich mir immer so denke, so, ja, ist jetzt nicht ganz so der Knaller geworden. Ja, aber dadurch, dass man das Ganze jetzt dann halt mal so ein bisschen erweitert oder sowas, finde ich das gar nicht mal so schlecht, ja. Wie gesagt, jetzt habt ihr halt dann dementsprechend natürlich noch ein paar mehr Linien da drin. Einmal, wie gesagt, die Innen- und einmal die Außenringlinie. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, wenn du dennoch diese Standardlinien hast. Ich meine, ich habe dann auch mal gerade mal so nachgeguckt. Es gibt ja tatsächlich eine Linie hier, die geht eine Stunde. Ich glaube, die bin ich noch nicht einmal gefahren hier in der Zeit. Ich muss sowieso sagen, ich bin ja sowieso ein bisschen faul. Ich habe viele DLCs noch nicht vollständig gespielt. Ja, das ist ein bisschen schade. So, wir machen uns breit hier, weil sonst haben wir hier ein paar Problemchen. Oh, Bremsen ist gar nicht so seine Sache hier. Alter Verwalter. Ja, kommt, Leute, ich hab's eilig. Ich hab einen Fahrplan nicht gefahren. Oh, genau. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Mensch, Mensch, Mensch. Lässt du mich oder wie oder wo? Das ist sehr nett. Thank you.
Das ist halt zurzeit, verstehe ich da meinen Omsi nicht. Ich habe hier schon wieder, es lief die ganze Zeit flüssig. Auf einmal habe ich hier wieder richtig stehende Bilder. Das ist jedes Mal immer irgendwie was Neues hier mit Omsi. Und das regt richtig auf. Weil das Ding ist, ich habe nichts verändert. Wenn ich wissen, was verändert haben würde, verstehst du, dann würde das ja irgendwo Sinn machen. Habe ich aber nicht. So, wir machen uns richtig breit hier. Ist uns egal, ob uns da hinten ein Kollege da zu nahe kommt oder sowas. Denn wir dürfen. Mit so einem langen Bus können wir uns hier schon mal so richtig schön breit machen. So, jetzt können wir hier also zum Beispiel auch schon mal hier ein bisschen angeben hier. So, haben wir auch schon geschildert hier. 4 Minuten haben wir noch. Das passt alles. Da ist noch ein Auto dazwischen, quetscht flippig aus hier. Aber das ist ja eh unsere Busspur hier. Da sollte sich eigentlich kein anderes Fahrzeug daneben trauen. Außer wenn es jetzt ein KI-Bus ist. Und grün werden, danke. Allerdings mal ganz kurz mal hier anhalten. Denn hier hätte ich gerne ein Bild von. Oh, ey. So. Und schon wieder öffnen hier. Die nächste rote Ampel. Er schiebt natürlich ordentlich von hinten, ne? Deswegen die Bremse, die ist ein bisschen heftig. Musst du halt mit einkalkulieren jetzt hier alles. So, haben wir jetzt so 2 Minuten. Spur mal die Zeit ein bisschen vor hier, würde ich sagen. So, haben wir noch einen Mitfahrer hier, ein Kollege. Sieht nicht so aus, dann können wir. Schön. Hoppala. Hallo. Hallo. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. 1,50. 2, 4, 6. Dankeschön. 8 Euro. Na, natürlich noch ein bisschen Zeit, sind wir ein bisschen früh hier. Tut.
Immer wieder neue Herausforderungen. Immer wieder neue. Wie gesagt, wird automatisch natürlich alles runtergeladen. Ne? Ihr braucht natürlich Aachen. Der Bus ist natürlich hier dieser, ich glaube, der ist kostenlos. Ja? Falls ihr den noch nicht haben solltet, den Windhul, dann könnt ihr euch hier kostenlos runterladen. Den gibt es bei Steam. Glaube ich zumindest, aber ich glaube ja. Den kann man sich kostenlos runterladen. Wird da doch gar keine so schlechte Qualität halt. Ja? Menowindenstraße. So. Grün bitte. So, dann haben wir den November ja auch schon wieder rum, Leute. So schnell geht die Zeit. Rum. Oh komm, Mensch. Ich weiß nicht, was los ist. Echt, das nervt mich tierisch. Guten Morgen. Achso, Driescher Gästchen. Ah ja. Weißt du Bescheid, ne? Was? Warum ist denn jetzt hier die Tür offen? Ah ja, okay, macht Sinn. Ein bisschen lüften. Oh, er hat halt null Beschleunigung, ja, der Bus. Null Beschleunigung und dann schiebt er natürlich den Orli, wenn er dann mal Fahrt gekriegt hat. Grün? Achso. Wir dürfen noch nicht. Wir haben Verspätung. Viele rote Ampeln lasse ich hier auf der Linie.
nicht so schön. Aber wie gesagt, sehr, sehr löblich. Das kann ich nur mal hier nochmal betonen. Wie gesagt, ich glaube, das Addon muss schon so an die 2 Jahre sein. 1-2 Jahre auf jeden Fall. Hat er auf jeden Fall auf dem Buckel. Und dass dafür immer dann noch jetzt ein Update kam oder sowas, ist eigentlich eine relativ coole Sache. Also ich bin heute den ganzen Tag. Ja, du willst jetzt natürlich auch noch ein Ticket. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Dankeschön. Die Bremsen. Da kannst du nicht so schnell hier. Das ist Wahnsinn. Wird schon gar nicht mal vom BBS hier wirklich unterstützt hier. Muss dieses neue Update noch rauf, damit das Ganze dann auch wieder funktioniert. Wie gesagt, die Linie 33 und 73 hat sich jetzt von der Linienführung dann jetzt auch verändert. Ja, also sie fährt sich auf jeden Fall jetzt schon komplett anders. Ja, mit dem neuen Abschnitt. Also unbedingt, falls ihr Aachen habt und ihr es vielleicht schon lange nicht mehr gefahren seid, könnte jetzt mal wieder so ein Blick wert sein, da mal so einzulinsen. So. So, letzte Haltestelle, Leute, gleich. Gut, ist natürlich ein bisschen wenig Fahrgäste hier. Oh Gott. So, alles raus.
Dann haben wir es. Wie gesagt, das, Leute, ist die neue Linie, die jetzt mit dazugekommen ist. Ist wirklich eine relativ kleine Linie, aber eigentlich eine relativ auch entspannte Linie dadurch. Wie gesagt, also wenn du hier mit den Wendehulen langkommst, dann ist es eigentlich schon gut wie gewonnen hier. Und auch mal schön, mal wieder mit diesem Bus zu fahren. Ich glaube, den werde ich mir wohl mal wieder mal ein bisschen öfter greifen. Denn tatsächlich immer so interessant, natürlich auch mit so längeren Modellen halt irgendwie mal immer so abzubiegen, um Kurven zu fahren und so weiter und so fort. Ne? Was mich hier ein bisschen stört, ist dieses extrem Langsame hier. Ja, das ist halt mega anstrengend. Aber sonst eigentlich fährt er sich ziemlich angenehm. So, da sind wir am Ziel angekommen. Und ja, das war wie gesagt unsere kleine Runde hier in Aachen mit dem Wendehul. Wie gesagt, coole Sache. Also wirklich da nochmal einen dicken Daumen nach oben an die Entwickler von Aachen, dass sie hier nochmal so ein Update hier rausgebracht haben. Finde ich sehr, sehr löblich, dass man hier sein Produkt halt nicht einfach so wegschmeißt und dann war es das gewesen, sondern dass man das Ganze hier immer noch so ein bisschen supportet. Wie gesagt, dafür gibt es einen dicken Daumen nach oben. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, was ihr davon jetzt so haltet. Wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentarfunktion, schreibt so einfach unten mit rein eure Ideen und so, ne? Dann lasst mich das doch gerne wissen und ja, bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen zu den ÖPNV-News wieder und natürlich dann nächste Woche, denn los geht's dann halt mit den Dezemberwochen. Also unbedingt wieder dabei sein. Ich würde mich freuen. Verabschiede mich hier. Bedanke mich. Sage tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.